Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 32 und wir werden uns mit impliziten Funktionen beschäftigen. Ja, zur Motivation möchten wir uns daran erinnern, dass man eine Gerade im R2 als Lösungsmenge einer Gleichung, einer linearen Gleichung eben darstellen kann. Und die lineare Gleichung hat dann diese Form. Hier ist f eine Funktion, die von zwei reellen Parametern x und y abhängt. Und a, b, c sind reelle Zahlen. Und wir nehmen an, dass a mindestens eine der Parameter a, b eben von 0 verschieden sind, um tatsächlich dann eine Gerade zu bekommen. Wenn a, b beide 0 wären, dann wäre die Lösungsmenge dieser Gleichung entweder R2 oder die leere Menge. Ja, so eine Beschreibung der Geraden als Lösung einer Gleichung nennt man eine implizite Beschreibung. Und wir können daraus eine explizite Beschreibung machen, indem wir die Gleichung nach x oder y auflösen. Das ist nicht immer möglich, aber wenn beispielsweise b von 0 verschieden ist, dann können wir die Gleichung nach y auflösen. Wir können dann einfach die Terme x und c auf die rechte Seite bringen und durch b teilen und erhalten dann eine Formel für y. Und was man dann eben machen kann, ist eine Lösungsfunktion definieren. Das ist hier passiert. Die ordnet jedem x das zugehörige y zu. Und was man dann feststellt, ist, dass die Lösungsmenge, also die Gerade, gerade der Graph dieser Funktion phi, dieser Lösungsfunktion phi über der x-Achse ist. Und das ist eine explizite Beschreibung, weil man hier direkt ablesen kann, wie beispielsweise die Steigung der Geraden ist oder den Winkel auch ablesen kann, dieser Geraden zur x-Achse. Wenn jetzt der Parameter a ungleich 0 ist, dann können wir die Gleichung auch nach x auflösen und wir erhalten dann eben eine Lösungsfunktion, die jedem y das zugehörige x zuordnet und wir können dann den Graphen wir können dann die Gerade als Graph über der y-Achse dieser Lösungsfunktion darstellen. Und wenn eben a, b ungleich 0 sind, dann muss mindestens einer dieser beiden Fälle eintreten. Das heißt, für so eine Gerade im R2 findet man immer eine explizite Beschreibung. Ja, in diesem Kapitel soll es nicht um lineare Gleichungen gehen, sondern um nichtlineare Gleichungen. Und als zweites motivierendes Beispiel schauen wir uns diese Funktion an. Das ist eine Funktion auf R2 und es ist eine nichtlineare Funktion und wir möchten die Gleichung lösen fxy gleich 0. Die Lösungsmenge kennen wir gut, das ist nämlich gerade die Einheitssphäre im R2. Ich habe die Einheitssphäre hier mal eingezeichnet in unser Koordinatensystem mit der x- und der y-Achse. Und die Frage ist nun, können wir wieder diese Menge explizit darstellen, also als Graph einer Funktion über der x-Achse? Nun, um das zu beantworten, wollen wir wieder diese Gleichung nach x auflösen. Zunächst stellt man fest, dass wenn ein Paar xy eine Lösung ist dieser Gleichung, dann muss aufgrund der Beschaffenheit der Gleichung der Betrag von x kleiner gleich 1 sein. Also wenn wir uns dann ein reelles x mit Betrag kleiner gleich 1 auswählen, dann können wir die Gleichung hier nach y auflösen und wir erhalten zwei Lösungen, nämlich plus minus die Wurzel von 1 minus x². Und damit erhalten wir auch zwei Lösungsfunktionen, die ein x im abgeschlossenen Intervall minus 1, 1 nach r abbilden, und zwar gerade auf entweder plus Wurzel 1 minus x² oder minus Wurzel 1 minus x². Ja, man stellt dann fest, dass der Graph von phi plus, also wenn da plus 1 minus x² steht, in S1 enthalten ist. Das ist nämlich gerade dieser Halbkreis, den ich hier so rot markiere. Und phi minus, der Graph von phi minus ist dieser Halbkreis, der hier blau markiert ist.
Die beiden Halbkreise haben einen gemeinsamen Punkt, nämlich die Punkte, die hier die x-Achse schneiden. Also man stellt fest, die Graphen dieser beiden Lösungsfunktionen, die sind in S1 enthalten, aber sie sind von S1 verschieden. Aber die gesamte Lösungsmenge ist die Vereinigung beider Graphen. Das bedeutet, wir können diese Lösungsmenge nicht als Graph, global als Graph einer Funktion über der x-Achse darstellen, sondern wir brauchen hier zwei Graphen, um das zu erreichen. Ja, nachdem man die Lösungsmenge global nicht als Graph einer Funktion darstellen kann, kann man sich fragen, ob man wenigstens lokal die Lösungsmenge explizit darstellen kann, also als Graph einer Funktion. Was ist damit gemeint mit lokal? Nun, damit ist gemeint, dass man zunächst mal einen Punkt betrachtet, der in der Lösungsmenge liegt. Hier ein Punkt mit Koordinaten x Stern, y Stern. Und lokal bedeutet dann, dass man die Lösungsmenge lokalisiert, indem man sie mit einer offenen Umgebung des Punktes schneidet. Und die Frage ist dann, ob dann dieser Schnitt der Lösungsmenge mit dieser offenen Umgebung sich eben explizit als Graph darstellen lässt. Ja, hier ist diese Frage nochmal genauer formuliert. Da x Stern, y Stern eine Lösung der Gleichung hier angezeichnet, können wir dann um x Stern, y Stern eine offene Umgebung finden, die man durchaus einfach als Rechteck wählen kann, sodass wir dann in der offenen Umgebung die Lösungsmenge als Graph darstellen können. Das nochmal hier anzeichnen. Ist das so eine offene Umgebung, könnte etwa so aussehen. Enthält also den Punkt x Stern, y Stern. Das wäre also die Menge U, die hier zu sehen ist. Also unser U. Und das ist ein Produkt aus diesem Intervall Strich und diesem Intervall U2 Strich. Und die Frage, die sich nun stellt, ist, können wir eine Abbildung finden Phi, die auf diesem Intervall U' definiert ist und Werte in diesem Intervall U2' annimmt, sodass Folgendes gilt: Für alle Punkte aus dieser offenen Umgebung U soll gelten, dass die Gleichung genau dann gelöst wird, wenn das Paar XY auf dem Graphen dieser Funktion Phi liegt, ne? Und die Funktion Phi, na, was macht die? Die wird gerade, der Funktionsgraph dieser Funktion Phi wird also gerade dann hier diese grüne Linie sein, also der Schnitt sein der offenen Menge U mit unserer Lösungsmenge S1. Das ist der Funktionsgraph der Funktion Phi, die wir suchen möchten. Na, und wenn wir sowas finden, so ein Phi, dann verstehen wir eben die Lösungsmenge ganz gut, weil es eben der Graph der Funktion ist. Ja, die Antwort auf diese Frage wird im Allgemeinen Nein sein, denn wenn wir einen Punkt x Stern y Stern haben, bei dem der Betrag von x Stern gleich 1 ist, das heißt, der Lösungspunkt x Stern y Stern würde entweder hier liegen oder hier, wir nehmen mal an, der würde hier liegen, dann ist es in dieser Situation so, dass egal wie klein man die offene Umgebung um diesen Punkt wählt, man würde immer zwei Lösungspunkte haben, die auf einer Geraden senkrecht zur x-Achse liegen, und dann können wir diese beiden Punkte nicht gleichzeitig als Graph einer Funktion darstellen, sondern benötigen wieder zwei Funktionen. Das heißt, für diese beiden Punkte hier und hier können wir den Graph nicht lokal als Graph einer Funktion über der x-Achse darstellen. Wir müssen dann, wie wir gleich sehen werden, die Lösungsmenge als einen Graph über der y-Achse darstellen. Okay. Falls aber Betrag von x Stern kleiner 1 ist, dann können wir in der Tat so ein offenes Intervall finden, U', das x Stern enthält und auch nicht die Randpunkte minus 1 und 1 schneidet. Und in dem Fall können wir dann diese Menge U2' entweder als das halboffene Intervall von 0 bis unendlich
definieren, falls Y-Stern positiv ist oder eben falls Y-Stern negativ ist, dann würde der Punkt, den man betrachtet, hier unten liegen. Dann würde man U2' eben als dieses Intervall von 0 bis minus unendlich wählen. Und wir können dann Phi als eine der beiden Lösungsfunktionen, die wir gerade schon eingeführt hatten, definieren. Nämlich entweder als Phi plus, wenn der Punkt x Stern y Stern hier oben liegt, oder eben als Phi minus, wenn der Punkt x Stern y Stern hier unten liegen würde. Und in beiden Fällen hätten wir dann also unsere lokalisierte explizite Darstellung erhalten. Ja, jetzt nehmen wir mal an, dass wir in einer dieser Situationen sind und eben den Graph lokal als, nee, die Lösungsmenge lokal als Graph einer Funktion Phi darstellen können. Zunächst stellt man fest, dass Phi in dieser offenen Menge eben stetig differenzierbar ist. Und wir haben diese Identität, die ja einfach sagt, dass jeder Punkt auf dem Graphen von Phi die Gleichung löst. Und jetzt, wenn man das sich so ansieht, dann sieht man, dass es eine Verknüpfung zweier differenzierbarer Funktionen ist, nämlich der Funktion, die zum einen x auf das Paar x Phi x abbildet, das ist eine C1-Funktion, und zum anderen wird diese Funktion eben mit der Funktion f verknüpft, und die ist in diesem Beispiel auch stetig differenzierbar, sogar beliebig oft stetig differenzierbar. Und es das bedeutet, dass wir eine stetig differenzierbare Funktion letztlich erhalten, nämlich die Funktion, die x auf diesen Ausdruck abbildet. Und die ist konstant 0 nach Konstruktion. Nun, wir können jetzt mit der Kettenregel die Ableitung dieser Funktion ausrechnen. Das ist hier passiert. Wenn man die Kettenregel anwendet, dann muss man sozusagen in die einzelnen Komponenten ableiten, und wenn man in diese Komponente ableitet, muss man eben nachdifferenzieren. Das heißt, man bekommt diesen Ausdruck, den man hier sieht, die Ableitung von f nach x, die partielle Ableitung von f nach x und die partielle Ableitung von f nach y mal d phi dx, was durch das Nachdifferenzieren kommt. Ja, und andererseits, weil f verknüpft mit x phi x eben konstant 0 ist, wissen wir, dass diese partielle Ableitung eben konstant 0 ist. Und damit haben wir gesehen, dass dieser Ausdruck hier eben 0 ist. Und das ist jetzt interessant, denn jetzt können wir die Ableitung von phi angeben, ohne dass wir dieses phi eigentlich explizit kennen. Zumindest ist es dann möglich, wenn dieser Vorfaktor von 0 verschieden ist, denn dann können wir diese Gleichung hier nach d phi x x ableiten, und das ist hier passiert. So, wir haben jetzt hier eine Formel erhalten für die Ableitung dieser Funktion phi. Und die Funktion phi, mit der kann man die Lösungsmenge eben als Graph der Funktion darstellen. Und wir erhalten hier eine Identität für die Ableitung von phi. Und das Interessante ist, dass wir hier das Phi gar nicht explizit aufstellen müssen, sondern wir müssen nur die Ableitung von f nach den beiden Komponenten kennen. Und dann können wir diesen Bruch bilden und erhalten so eine Formel für die Ableitung von Phi. Ja, das war eine nichtlineare einzelne Gleichung. Was wir aber hier jetzt betrachten wollen, sind nichtlineare Gleichungssysteme. Und zwar wollen wir uns solche Gleichungssysteme ansehen, die aus n plus m Unbekannten besteht und aus m Gleichungen. Ja, man teilt die Unbekannte eben auf in m Variablen, die hier y1 bis ym benannt sind, und n Variablen x1 bis xn. Und dieses m ist eben die Anzahl der Gleichungen, die man betrachten möchte. Und man kann die Gleichung eben so ausschreiben mit Hilfe von Funktionen f1 bis fm. Und man kann das immer so einrichten, dass die rechte Seite der Gleichung eben 0 ergibt, indem man notfalls Konstanten zu dem f dazu zählt oder abzieht. Solche Gleichungen möchten wir untersuchen, und wir stellen uns die Frage, ja, kann man Lösungen finden
Und kann man die Lösung dann lokal oder die Lösungsmenge lokal darstellen? Und von wie viel Freiheitsgraden hängt denn die Lösungsmenge ab letztlich? Und das Ziel ist wieder, um das zu beantworten, ist wieder, dass man dieses nichtlineare Gleichungssystem lokal nach den Variablen y1 bis ym auflöst und dann eben als Graph lokal darstellen kann, eine Abbildung, die eben diese Parameter x1 bis xn auf die zugehörigen y1 bis ym abbildet. Ja, dieses nichtlineare Gleichungssystem kann man eben kompakt aufschreiben, indem man eine vektorwertige Funktion f einführt. Die Gleichung f1 bis fm sind einfach dann die Komponenten dieser vektorwertigen Funktion f. Und dann kann man einfach schreiben, fxy ist gleich 0, wobei mit x der Vektor gemeint ist, der die Variablen x1 bis xn beinhaltet und mit y eben der Vektor mit den Komponenten y1 bis ym. Und in der Anwendung wird es so sein, dass dieses f auf einer offenen Menge im Rn Kreuz Rm definiert sein wird. Und wir werden in dem nachfolgenden Satz dann auch die Ableitung von f benötigen. Und da stellt man fest, dass die Ableitung, die man eben auf der Ebene der Jacobi-Matrix von f verstehen kann, ja eine m Kreuz n plus m Matrix ist. Es gibt n plus m Variablen und es gibt m Komponenten von f. Deshalb ist es eine m Kreuz n plus m Matrix. Und diese Matrix, die kann man in zwei Blöcke zerlegen. Und zwar in zwei Blöcke, die man horizontal hintereinander schreibt. Und der erste Block ist eine m Kreuz n Matrix und der zweite Block ist eine m Kreuz m Matrix und dann sieht man, dass insgesamt in jeder Zeile eben n plus m Einträge stehen und insgesamt hat man m Zeilen, sodass das von der Dimension zunächst mal passt. Und die erste m Kreuz n, der erste m Kreuz n Block hier ist hier definiert. Das ist die, wenn man so möchte, ist das die partielle Jacobi-Matrix von f nach x abgeleitet. Die ist hier definiert. Diesen Ausdruck kennen Sie noch nicht. Das ist eine Kurzschreibweise für diese Matrix, die Sie hier sehen. Hier kann man sich das so vorstellen, dass man einfach die y-Variable festhält. Dann hat man nur noch eine Funktion, die von x abhängt und man schaut sich dann die Jacobi-Matrix dieser Funktion an. Und die ist eben hier zu sehen. In jeder Spalte kommt eben eine partielle Ableitung nach einer Komponente von x vor. x1 bis xn und in jeder Zeile hat man eben die verschiedenen Komponenten von f. Und der zweite Block ist analog die partielle Jacobi-Matrix von f nach y und da gibt es eben diese m partiellen Ableitungen nach y1 bis ym und wieder die m-Komponenten f1 bis fm. Das heißt, das hier ist eine m-Kreuz-m-Matrix. Und diese Notationen sind hier Kurzschriften, die sind in der Literatur auch nicht ganz einheitlich. Aber wir werden die jetzt hier in der Vorlesung so verwenden. Ja, jetzt sind wir soweit, den zentralen Satz dieses Kapitels diskutieren zu können, nämlich den Satz über implizite Funktionen. Ja, hier betrachten wir eine Funktion f, die auf einer offenen Menge U definiert ist und in den Rm abbildet und die soll stetig differenzierbar sein. Hier ist U eben eine offene Teilmenge von Rn Kreuz Rm und wir müssen gar nicht so genau sagen, welche Norm wir auf diesen Raum einführen, weil dieser Raum eben ein endlich-dimensionaler Raum ist. Die Dimension ist n plus m. Wir können eine beliebige Norm dort nehmen und da alle Normen äquivalent sind im endlich-dimensionalen, spielt das hier keine Rolle. Okay, das Ziel ist, das Objekt, das wir eigentlich untersuchen, ist dieses nichtlineare Gleichungssystem. Und wir möchten dieses lokal als Graph, also explizit als Graph einer Funktion über x darstellen. Und dazu wählen wir zunächst mal eine Lösung dieser Gleichung. Wir bezeichnen die mit x Stern y Stern. Und in einer Umgebung dieses Punktes möchten wir dann die Lösungsmenge eben
als Graph darstellen. Mal dazu mal ein Bild. Zunächst mal ein Koordinatensystem. Diese Achse steht für die ersten n Freiheitsgrade, die wir mit x bezeichnen, und diese Achse steht für die hinteren m Freiheitsgrade, die wir mit y bezeichnen, und die Lösungsmenge könnte vielleicht so aussehen. Ja, und wir wählen uns eben, wie gesagt, einen Punkt auf dieser Lösungsmenge, beispielsweise diesen hier. Und wir möchten dann die Lösungsmenge als Graph einer Funktion, die von x abhängt, lokal darstellen. Und die Bedingung, die wir jetzt noch hier erfüllen müssen, ist, dass diese partielle Ableitung von f nach y, also die partielle Jacobi-Matrix von f nach y, invertierbar ist. Das ist diese Jacobi-Matrix, die wir auf der Folie vorher definiert hatten. Und die soll invertierbar sein. Jetzt in dem Fall, wo n und m eben 1 sind, das heißt in der Situation des Beispiels, ist diese Bedingung gerade die, dass die partielle Ableitung von f nach y ungleich 0 ist. Und wenn wir uns mal hier das ansehen, bedeutet das, dass wenn wir an so einem Lösungspunkt x Stern, y Stern die Tangente einmalen, dann darf die Tangente nicht parallel zur y-Achse sein. Das heißt, bei diesem Beispiel würde etwa dieser Punkt hier ausscheiden, weil dort die Tangente parallel ist zur y-Achse, und dann wäre dieser zweite Punkt hier nicht erfüllt. Hier wäre so ein weiterer Punkt, wo die Bedingung nicht erfüllt wäre. Aber in dem Punkt, den ich hier eingezeichnet habe, ist alles in Ordnung. Ja, und die Aussage des Satzes ist dann folgende. Wir können die Gleichung, dieses nichtlineare Gleichungssystem, lokal um den Punkt x Stern, y Stern nach y auflösen. Und wir übersetzen das nochmal. Das bedeutet, wir finden zwei offene Mengen. U'. Das ist eine offene Menge, die in dem x-Raum lebt, und die kann ich hier etwa so einzeichnen. Die enthält den Punkt x Stern, und wir finden eine offene Umgebung U2', die lebt in dem y-Raum und hält y Stern. Könnte so aussehen. Und wenn ich das kartesische Produkt bilde dieser beiden Umgebungen, dann erhalte ich eben eine offene Umgebung von x Stern, y Stern. Das, was ich jetzt angemalt habe, ist also das kartesische Produkt U'Kreuz U2'. Und die Aussage des Satzes ist nun weiter, dass wir eine Funktion Phi finden können, die auf dieser Menge U' definiert ist und in die Menge U2' abbildet. Also Phi, sodass Folgendes gilt. Wenn ich einen beliebigen Punkt mir aus dieser schraffierten Umgebung von x Stern, y Stern herauspicke, dann ist dieser Punkt genau dann eine Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems, wenn er auf dem Graphen von Phi liegt. Das steht in dieser Zeile. Und insofern haben wir dann die Lösungsmenge lokal eben als Graph dargestellt. Also haben wir eine explizite Darstellung bekommen der Lösungsmenge, die zunächst mal eben implizit als Lösung einer nichtlinearen Gleichung gegeben war. Genau. Und dann gibt es noch eine weitere Aussage in diesem Satz, und das ist eine Aussage über die Ableitung von Phi. Und wie im eindimensionalen Beispiel stellt man fest, dass die Jacobi-Matrix von Phi in x eben sich so darstellen lässt, wie sie angegeben ist. Minus dxf geteilt durch dyf, und das sind eben die partiellen Jacobi-Matrizen von f. Ja, das ist die Aussage dieses Satzes. Ja, wir werden den Beweis wieder auslagen in ein extra Video und werden stattdessen jetzt eine Beispielanwendung dieses Satzes diskutieren. Und zwar möchten wir uns Niveaulinien anschauen einer Funktion f, die auf einer offenen Menge im R2 definiert ist. Ich habe hier mal ein Bild gemalt. Wir schauen uns also
eine Funktion an auf eine Menge u im R2. Wir bezeichnen die Koordinaten im R2 jetzt mal mit x und y. Und hier ist eine Niveaulinie von f angezeichnet. Und es kann natürlich sein, dass die Niveaulinien von f gar nicht zusammenhängend sind. Dass hier nochmal ein Anteil, also eine Niveaulinie existiert, wo f konstant c ist. Okay, so und jetzt markieren wir einen Punkt, x Stern, y Stern, auf dieser Niveaulinie, zum Beispiel diesen hier. Und fragen uns, wie sieht denn die Niveaulinie in der Umgebung dieses Punktes aus? Und wenn wir jetzt feststellen, dass die Ableitung von f nach y in diesem Punkt ungleich 0 ist, das heißt, wenn also die Tangente an diesem Punkt nicht parallel ist zur y-Achse, dann finden wir ein offenes Intervall. I. Für dieses Intervall und eben die Abbildung Phi, die hier jeden Punkt in diesem Intervall auf diese Niveaulinie abbildet und haben so eben nach diesem Satz über implizite Funktion dann lokal die Niveaulinie als Graph einer Funktion dargestellt. Ne? Wie gesagt, diese Bedingung hier ist in diesem Punkt, der hier angezeichnet ist, erfüllt. Aber beispielsweise wäre diese Bedingung nicht erfüllt an diesem grünen Punkt hier, weil hier die Tangente parallel zur y-Achse wäre oder auch nicht an diesem Punkt hier. Und man sieht auch schon allein durch Blick auf dieses Bild, dass man hier lokal diese Niveaulinie nicht als Graph einer Funktion über der x-Achse darstellen kann. Allerdings ist es an diesen Punkten hier so, dass die Ableitung von f nach x eben ungleich 0 ist, denn diese Tangenten sind ja nicht parallel zur x-Achse. Und das bedeutet dann, dass wir ein offenes Intervall in dem y-Raum finden können. Das offene Intervall ist hier mit j bezeichnet. Könnte so aussehen, wenn wir diesen Punkt betrachten. Und dann können wir eine Funktion Psi finden, die eben diese Niveaulinie lokal als Graph über der y-Achse darstellen kann. Okay. Ja, wenn wir nochmal dieses eingangs diskutierte Beispiel uns ansehen, wo wir als Funktion f explizit diese hier betrachtet haben, als x² plus y² minus 1 und uns die Null-Niveaulinie ansehen, dann stellt man fest, dass diese Bedingung, die yf ist ungleich 0, in den Punkten, die jetzt hier angezeichnet werden, eben nicht erfüllt ist, während die Bedingung, dass dx von f ungleich 0 ist, in diesen jetzt hier rot angezeichneten Punkten nicht erfüllt ist. Und in allen anderen Punkten könnte man die Niveaulinie entweder als Graph über y oder über x eben darstellen. Und nur in diesen beiden, in diesen vier markierten Punkten müsste man dann, fällt eben eine mögliche Darstellung weg. Ja, falls der Gradient von f in diesem Punkt x Stern, y Stern von 0 verschieden ist, dann muss ja einer dieser beiden Fälle eintreten. Jetzt möchten wir aber noch uns den singulären Fall ansehen, bei dem eben der Gradient verschwindet. Und da können dann verschiedene Phänomene auftreten, die wir an drei Beispielen einfach kurz diskutieren möchten. Das erste Beispiel ist die Funktion, die hier gegeben ist, x hoch 3 minus y². Und wir schauen uns die Null-Niveaulinie an. Offensichtlich ist der Punkt 0, 0 Element dieser Null-Niveaulinie. Und Sie sehen hier unten einen Konturplot für diese Skalarfunktion. Und wir interessieren uns, wie gesagt, für die Null-Niveaulinie und die ist auch hier in dem Konturplot eingezeichnet. Das ist nämlich diese
diese hier spitz zulaufende Linie. Und die Spitze dieser Linie ist gerade der Ursprung, also der Punkt 0, 0. Was ist der Punkt, der uns interessiert? Ja, und hier sieht man eben, dass die Niveaulinie nicht glatt ist, sondern hier so eine Spitze hat. Und wenn wir die Gleichung nach x auflösen würden, also dann erhalten wir als Lösungsfunktion die Funktion Psi, dritte Wurzel von y². Und dann ist in der Tat es so, dass diese Nullniveaulinie dann der Graph ist dieser Funktion Psi über der y-Achse. Und das kann man hier auch in dem Bild einzeichnen. Male ich mal hier die y-Achse hin. Verschieben. Okay, und das ist also dann die x-Achse hier. Und diese grün schraffierte Linie ist eben der Funktionsgraph zu Psi. Wir können also die Niveaulinie in diesem Fall als wieder explizit als Graph darstellen, aber der Punkt ist jetzt folgender, dass diese Funktion Psi in diesem Punkt 0 eben nicht differenzierbar ist. Und die Niveaulinie hat hier so eine Spitze. Das heißt, im singulären Fall kann eine explizite Darstellung zwar noch möglich sein, aber unter Umständen, wie in diesem Beispiel, geht die Differenzierbarkeit eben verloren. Ja, beim zweiten Beispiel schauen wir uns diese Funktion x² minus y² gleich 0 an. Die ist auch singulär im Ursprung 0, 0. Und wenn wir uns hier die Null-Niveaulinie ansehen, dann besteht die aus diesen zwei Winkelhalbierenden, die sich in der Null eben schneiden. Und dann sieht man, dass man hier die Null-Niveaulinie lokal um den Ursprung eben nicht als Graph einer Funktion darstellen kann. Nicht als Graph einer Funktion über der y-Achse und auch nicht als Graph einer Funktion über der x-Achse. In dem Fall ist also um die Null herum keine explizite Darstellung möglich. Ja, das letzte Beispiel ist ein bisschen diffiziler. Hier ist das Skalarfeld xy in Polarkoordinaten angegeben, also R ist hier einfach die euklidische Norm von xy. Das heißt x² plus y², und davon die Wurzel. Wir sehen also, dass dieses F ein radialsymmetrisches Skalarfeld ist. Das heißt, die Niveaulinien sind alles Kreise mit Mittelpunkt 0. Und um jetzt die Null-Niveaulinien zu betrachten, müssen wir einfach die herausfinden, für welche Radien R dieser Ausdruck 0 ist. Dann stellt man erstmal fest, dass für r gleich 0 der Ausdruck natürlich 0 ist. Das heißt, 0 ist Teil der Null-Niveaulinie. Aber hier stellt man auch fest, dass dieser Ausdruck auch dann 0 ist, wenn r hoch minus 2 eine Nullstelle vom Sinus ist. Und da gibt es ja abzählbar viele, nämlich die Vielfachen von ganzzahligen Vielfachen von Pi. Und wenn jetzt r gegen 0 geht, dann rast sozusagen r hoch minus 2 gegen unendlich und wir werden abzählbar viele Nullstellen dieser Funktion von r nach Sinus an der Stelle r minus 2, r hoch minus 2 in jeder Umgebung der Null finden. Das heißt, die Nullniveaumenge ist sehr kompliziert, die besteht aus unendlich vielen abzählbar unendlich vielen Kreisen um die Null herum. Und der Punkt 0, 0 ist auch enthalten. Ja, und sowas dann irgendwie explizit darzustellen, ist eben auch nicht möglich. Aber es ist ein
eben ein schönes, glattes Skalarfeld, aber eben singulär in der Null. Ja, mit diesen Beispielen zu einer Anwendung des Satzes über implizite Funktionen ist dieses Lernvideo am Ende. Bis zum nächsten Mal.